wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen. Ich bin Nocco Poppy, wir müssen leise sein, denn es ist gerade Morgengrauen und ich möchte die Dorfbewohner nicht aufwecken. Deswegen sprechen wir ein bisschen leiser und alles wird gut. Leute, ich bin wieder da, hurra. Schön, dass ihr da seid. Qubit Outpost hier. Wir warten immer noch auf Phantome und ich habe, glaube ich, mittlerweile herausgefunden, warum ich nach 70.000 Trillionen Tagen ohne Schlafen immer noch keine Phantome habe. Und zwar habe ich nach wie vor mein Schlafcharm im Inventar. Das ist der ganze Knackpunkt. Den sollte ich vielleicht mal einfach so ganz nebenbei mal wegpacken. Wenn ich den nämlich nicht habe, dann sollten auch die Phantome spawnen. So, pass mal auf, wir gehen mal nach Hause. Wenn du noch kein Abonnent von diesem Kanal bist, dann abonniere doch den Kanal, das ist kostenlos. Du verpasst keinerlei Folgen mehr und hast dadurch einige Vorteile gegenüber Nicht-Abonnenten. Zum Beispiel, dass du immer eine Erinnerung bekommst, wenn ich eine neue Folge hochgeladen habe. Wenn dir gefällt, was du hier siehst, dann drück doch bitte mal den Daumen nach oben, denn dann werde ich bei YouTube besser gerankt und habe dann vielleicht noch ein paar mehr Zuschauer und wir können immer noch ein bisschen besser interagieren. Das ist ganz toll, würde mich mega freuen, wenn du das einfach mal machen würdest. Dankeschön. Schmeißen den mal irgendwo hin. Und dann sollte das Ganze funktionieren. So, jetzt geht's wieder zurück und ich wette mit dir, wir kriegen ein Phantom, wenn es wieder Nacht wird. So, ich bin wieder auf meinem Platz und jetzt warte ich einfach mal ab. Ich habe jetzt den Schlafcharm hier rausgenommen. Klar, den habe ich natürlich jetzt mega vergessen. Weil ich den da schon länger drin habe. Ne? Also klar, werde ich mir auch nachher wieder reinpacken. Aber jetzt ist er raus und mal sehen, was passiert. So, ich glaube, ich habe so ein Ding jetzt gefunden. Ha, guck mal, da war hier einfach ein Spawner oben drauf. Da habe ich nicht, also Las Vegas habe ich ja in der vorletzten Folge, glaube ich, oder letzte Folge, weiß ich es gar nicht. Und jetzt bin ich hier bei Guns N' Roses. Auch nicht schlecht. Hier drüben ist nochmal so ein Spawner. Genau, da spawnen die auch wieder so. Sehr geil. Ja, passt schon. Heul nicht rum. Komm runter. Komm. Komm, Mutti. Wer seid ihr denn? Oh, das sind mir ein bisschen zu viel jetzt. Okay, ich bin fast tot. Ich bin fast tot. Warte, ich gehe hier ein bisschen drauf. Aber ich glaube, ein so eine Membran reicht ja, ne? Ich habe so ein Ding jetzt gekriegt. Ich wüsste jetzt auch nicht. Ich könnte ja theoretisch gesehen, aber dazu müsste ich erst so einen Typen da runterschießen, ne? Könnte ich ja so ein Teil einfangen, ne? So ein Phantom. Dann könnte ich ihn ja duplizieren. Theoretisch, praktisch, quasi. Aber warte, lass mich erst recken und dann können wir nochmal so einen zusammensuchen. Also von alleine sind sie nicht gespawnt. Ich musste hier wirklich mir so eine Festung suchen, wo so ein Spawner war. Ganz, 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 ganz merkwürdig. Ich weiß es echt nicht, was das soll. So, ich bin mal gespannt, ob ich so ein Ding da runterschießen kann, dass ich nur so ein Phantom bekomme. Warte mal. Oh, mein Dings ist hier bald alle. Ich kann es natürlich jetzt auch nicht so übertreiben, ne? Ich will jetzt aber auch nicht das Phantom da irgendwie an sich. Okay, alles klar. Dann haben wir leider Gottes das Problem. Der ist aber auch hartnäckig hier, der Typ, ne? Alter Schwede. Ja, schade. Ich dachte, ich kriege ein Phantom nochmal. Magic Mirror. Ja, schade. Ich dachte, ich kriege ein Phantom da irgendwie zum Einfangen oder sowas, aber gut, soll halt nicht sein, dann ist das so. Wenn wir jetzt hier runtergehen, guck mal, hier ist bestimmt gleich Alarm, ne? Alarm, guck mal, das ist der Poppy, Alarm. Alter, nicht schlecht. Okay, ich hau wieder ab. gut, wir gehen zurück zur Base. Und verarzten im Endeffekt dieses schicke Phantommembran. Ja, Misa. Ich finde die Katzen so süß. So, Phantommembran. Warte mal, da müssen wir draus macken, um das Ganze nochmal zum Abschluss zu bringen. Wo waren das gewesen? Hier im Slaughterhouse. So, das haben wir. Ach, guck, kriegen wir noch ein paar mehr Membranis. Das ist auch okay.
Und dann können wir uns nämlich daraus machen, nochmal die Player Damage Traps. Chapter completed. Okay, das heißt, wir haben eigentlich alles, was wir brauchen, eingesammelt. Das ist schon mal cool. So, ich werde, glaube ich, jetzt meinen Rucksack erstmal leeren. So, damit ist er leer. Jetzt können wir nämlich nochmal im Questbuch so ein bisschen weitermachen. Würde ich, glaube ich, vorschlagen. Einfach nur, damit es vollständig ist. So, pass auf, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Ich glaube, da gehen wir ganz zum Schluss bei. Das hat nur was mit Essen bauen zu tun und so was alles. Ich glaube, das machen wir wirklich ganz zum Schluss. Achso, siehst du, die Extending Reality, das können wir einfach nochmal durchbauen oder durchkauen. Lumineszenz. Das machen wir einfach auch nochmal. Lumineszenz. Da habe ich ja schon ein bisschen was. 16 Stück müssen wir craften. So, das haben wir. Da gibt es auch nochmal welche von. Dann brauchen wir eben Black Iron Ingot. Auch 16 Stück. Dann machen wir da auch nochmal ein bisschen was von. Hammer. So, dann brauchen wir da 8 Platten von. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Haben wir eigentlich auch im Autocrafting? Ja, natürlich. Na, aber was soll man machen? So, jetzt braucht man von jedem Komponent einen oder mehr? 8. Okay, 8. Komponent. Komponent. Ich mache einfach mal, weil wir es können, weißt du? Einfach nur, weil wir es können. So, das hätten wir. Dann machen wir von dem Katalyst halt auch noch was. Ne? Katalyst. Nur damit wir die Quest voll haben. Wie gesagt, ich habe es eigentlich, habe ich es hier schon drin. Aber, weil es die Questline so haben möchte. Inksex, wir haben keine Inksex mehr. Wir brauchen, ohne Witz. Mhm. Das ist ja lustig. Und ich sage noch so, ja, wir haben es ja. Weißt du, wir haben es ja. Gucken, was kriegt denn der Angler hier noch raus? Hat er hier nicht auch so eine Handvoll Inksex gefunden? Nee, hat er nicht. Okay, dann muss ich tatsächlich nochmal auf Pirsch gehen. Lillipads. Ja, ist ja gut. Ja, Miza. Ich finde die Mizas, ich finde die so süß. Ohne Witz. Ich finde die so richtig süß. Wir brauchen immer noch Namen. Oh. Wir brauchen immer noch Namen für die Mizas, ne? Also denkt dran, wer noch Namen über hat, gerne ins Kommentar. So, Hakens. Fischis. Eigentlich müsste ich ja die Mizas auch mal füttern, ne? Wäre natürlich auch ganz geil, wenn man die nur am Leben halten könnte, wenn man die füttert. Jetzt weiß ich nicht, was ich mit den... Oh, ich wollte gerne die Verzauberung von den Angeln runterholen, ne? Ich glaube, das mache ich auch. Ich glaube, da hole ich einfach die Verzauberung runter und fertig. Ach, kann ich ja noch gar nicht. Ah, warte mal, da war ja was. Ah, ich muss ja erst hier die ganzen Katalysten machen, ey. Och Mann. Ja, wir brauchen Inksex, ne? Ob wir es wollen oder nicht, wir brauchen Inksex. Hole ich mir erstmal. So, jetzt können wir aber bauen. Jetzt haben wir genug von diesen Inksex. So, da machen wir auch nochmal 11 Stück draus. Katalyst. Wieso nimmt er eigentlich nicht die Advanced? Das verstehe ich jetzt nicht. Und dann machen wir auch nochmal. Halt. Doch. Hm. Oh, brauchte ich da nur einen von? Lull? Oh, tatsächlich. So, dann machen wir mal den Basic Crafting Table.
Hammer, the basic crafting table. Einmal. Dann machen wir den. Wer kommt als nächster? Advanced war das, ne? Advanced? Advanced Crafting Table. Den bauen wir auch noch zusammen. So, dann geht das weiter mit dem Elite. Elite. Einfach nur, weil wir es haben. Weil wir es können, weißt du? Das ist halt der Vorteil davon. Fertig. So, und den letzten bauen wir ab. Das ist der hier. Den haben wir ja schon gebaut. Ne? Also von daher, es macht gar keinen Sinn, diese Quest noch zu haben. Also es ist häufig so, es ist wirklich ganz häufig so, dass ganz viele Quests dabei sind, die ich einfach schlichtweg nicht verstehe. Es ist so. Die verstehe ich einfach nicht. So, Black Iron Frame. Den müssen wir auch noch bauen. Black Iron Frame. Das ist der hier. Hat er. Und... Achso, da haben wir auch. Und die Singularität, die brauchen wir noch, ne? Die Singularität, habe ich die nicht noch... ohne Witz, die hat er nicht genommen? Ich muss noch mal eine Singularität bauen, ey. Ja gut, dann ist das so. Da kommt man nicht drum herum. Mache ich. Offscreen, habe ich ja schon mal gezeigt in der Folge. Weil das gibt jetzt keinen Sinn für mich, hier noch mal eine Singularität mit euch gemeinsam aufzubauen. Haben wir ja schon mal gemacht. Von daher passt das schon. Mache ich offscreen. Was wir aber machen können, ist eine Quantum-Entangling-Singularität. Um das zu machen, brauchen wir erstmal die reguläre Singularität. Da habe ich ja so ein paar von gemacht. Eine reicht mir. Wir brauchen auf dem Wege, er steht auch im Questbuch, ne? Creating Quantum Linked Singularities just involves dropping a singularity and an Ender Dust. Und das Ganze müssen wir zum Explodieren bringen. Ender Dust. Habe ich kein Ender Dust? Ich brauche Ender Dust. Ich habe kein Ender Dust. Okay. Ender Dust. Ender Dust? Wo bist du denn? Da haben wir es doch. Ender Dust. Applied Energistics. Und zwar müssen wir das machen in einem Crusher. Ender Dust. Habe ich das echt nicht hier drin? Alter. Habe ich den Crusher überhaupt schon gebaut? Ja, eigentlich habe ich das, ne? Eigentlich müsste ein Crusher irgendwo stehen haben. Ich weiß nur gerade nicht wo. Ich gehe mal auf die Suche. So, mich wundert, dass ich hier noch kein Rezept drin liegen habe. Really? So, dann müssen wir das wieder zurück. Alter Schwede. Ja, Rezept anlegen ist halt einfach so, ne? Weil das brauchen wir ja früher oder später mal. Und dementsprechend müssen wir jetzt schauen, im Processing Pattern. So, wird aus einer Enderperle Ender das. Und das Ganze machen wir dann in der Crushing Factory. So, dann haben wir das doch. Nicer. So, was heißt, wir brauchen Ender Dust. Ender Dust. Also, komm her. Do, lum. Ender Dust, das haben wir. Und wir brauchen TNT. 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 Hammer. Wir brauchen eine Redstone Torch. Oder ein Feuerzeug oder was auch immer. Oh, und ich baue, glaube ich, einen Zeitzünder. Das mache ich. Aber ich lasse das ganze Ding nicht hier explodieren. Ich gehe dazu in die Overworld und setze mich hier irgendwo. Doch, das machen wir hier. Setze mich hier irgendwo hin und sage, oh, warte mal. Ich habe gar keine Rüstung. Weil die Rüstung. Sorry. Die Rüstung, die lädt ja gerade noch. Wow, das wäre es jetzt gewesen. So komplett ohne Rüstung. Ne, weil ich bin ja hier raus und die musste erstmal aufladen, weil die war, natürlich war die leer. Alter, und ich wundere mich gerade. Lol. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, jetzt aber. Jetzt. Ey, gucke, siehst du. So, pass auf, wir machen das an einem Ort, wo man es gut sehen könnte. Wo sind wir hier überhaupt? Warte mal. Lass mal kicken. Oh, das ist wieder so ein... Ach, da unten sind wir. Lol. Ja, das ist so ein Hyper-Mega-Giant-Spruce-Tiger-Hills-Blablabla. Na, sag, dann gehen wir da zum Strand hier. Gehen wir da hin.
Dann machen wir das. Wir bauen mal eine kleine süße Springfalle auf. So, eins, bums. Dann machen wir das Ganze mit Redstone. Mit Redstone, so. Oh, ich wollte sowas schon immer mal machen. So, das legen wir dahin, das legen wir dahin. Und wenn wir das jetzt anzünden, macht's bumm. Und dann haben wir zwei Quantum Entangled Singularitäten. Das heißt, sie sind jetzt miteinander verknüpft, verbunden. Und jetzt könnte man einen Tunnel, einen Netzwerktunnel bauen, zum Beispiel hier in die Overworld, und ich könnte auf das ME-System zugreifen. Zum Beispiel. Damit kann man das machen. Oder wenn du ein anderes Projekt hast, wo du in den Weltraum musst, oder. Weißt du, das ist halt eigentlich schon eine richtig coole Nummer. Nur, ich werde es noch nicht bauen. Aber das ist quasi der Quantum-Tunnel sozusagen. Den kannst du damit bauen. So, was ich noch machen werde, offscreen, ist eben die ultimative Singularität. Nochmal, haben wir ja erst gemacht. Von daher passt das schon. Wir brauchen auf jeden Fall noch dieses Gedöns. Das würde ich, glaube ich, noch machen wollen. Das haben wir alles. Dann können wir nämlich weitergehen. Und dann Leatherstrap. Weil ich würde gerne tatsächlich mir nochmal Backpacks bauen. Mit dem man vielleicht etwas Fluggeräte bauen, mit dem man vielleicht etwas besser fliegen kann. Achso, wie viel braucht man davon? 11. So, hat er. Könnte ich mir ja eigentlich auch als Rezept anlegen, ne? Eigentlich, oder? Eigentlich. Oh, wir brauchen das. Leute, wir brauchen das. Ob wir das wollen oder nicht. Copper Capacitor. Copper. Copper Jetpack. Copper Jetpack Tier 1 für den Buddy. Und dann geht es nämlich erst weiter. Alter Schwede, ey. Oh, das sind da wieder Rezepte ohne Ende, ne? Auf der anderen Seite, man macht es ja nur einmal. Man macht es ja echt nur einmal. Und danach baut man sich das ja eigentlich nie wieder zusammen. Pass mal auf, ich mache da... Oh nein, ich habe das ganze Leder verbraucht. Das war, glaube ich, jetzt dumm. Ich habe die Befürchtung, wir brauchen das Ganze durchgängig irgendwie. Nein. Oh. Warte. Muss doch hier rein. Dein Ernst? Wie viel braucht man davon? 2. Copper Truster. Da bist du. Wir haben 2. Ist completed. So, dann brauchen wir hier das Jetpack. Habe ich das nicht eingebaut? Lol. Ah. Copper Jetpack? Wo ist denn da jetzt der Unterschied? Ist das gleiche? Lol. Da musst du erstmal drauf kommen. Ich habe in der Overworld im Übrigen ohne Ende Leder gefarmt gehabt. Eigentlich. Das habe ich jetzt hier verbraten. Och Mann. Ja, passt schon. Da brauchen wir wieder 2 Stück von, ne? Oder? Ja, natürlich brauchen wir 2 Stück davon. 3. 1, 2, 3. Dann ernst? Und jetzt fehlt hier wieder einer von. Oh. Ja, dieses ganze Gecrafte, ne?
kriegst einen Vogel bei. So, und dann braucht man das Kopperding dafür, um das nächste machen zu können. Na klar. Hä? Got it. Gib noch einen zweiten. Nice. So, das heißt, jetzt brauchen wir erstmal wieder Gold. 11 Stück. So, die anderen mache ich mal weg. Die brauchen wir nämlich nicht. Und dann geht das Ganze hier weiter. Es ist halt wirklich einfach durchcraften jetzt, ne? Es ist nichts anderes als einfach nur durchcraften. Vielleicht sollte ich mit den Materialien doch nicht ganz so rumsauen. Oder? Wobei, da können wir ja einen Stack von machen. Das ist ja egal. Oh, Energy Cell? Da, sag ich doch. Jedes Mal, ne? Habt ihr mal ins Kommentar geschrieben, alles, was du craftest, erstmal ins Inventar ziehen. Ja, habt ihr recht. Volle Kanone Melone. Weil ich vergesse es jedes Mal auf ein neues. Ist wirklich so. Es ist wirklich so. Warum ich jetzt hier so viele oder verschiedene Stufen der Jetpacks mache, ist ganz einfach. Wenn wir nachher das Höchste haben, das hat die höchste Ladekapazität, die höchste Reichweite und die meisten Funktionen. Steel Energy Cell. So, pass auf, dann können wir das nämlich auch noch einmal durchlutschern. Ich weiß, ist gerade so ein bisschen für die hohle Hand im Endeffekt, ne? Aber es ist halt einfach so. Es ist nun mal Bestandteil des... Ah, guck mal, dafür brauchen wir nochmal ein Iron Jetpack. Deswegen haben wir zwei davon. Guck mal, schau. Es ist halt einfach Bestandteil, ups, dieses Modpacks. Und deswegen müssen wir das, ob wir das wollen oder nicht, einfach mal bauen. Ja, und das sagen auch die Mietzers. Ist so. Eins, zwei. Und das Steel Jetpack. Wir haben kein Iron Jetpack? Dein Ernst? Klar haben wir ein Iron Jetpack. Alter. Ich glaube, es hackt, Digga. Haben noch eins gekriegt als Reward. Natürlich haben wir das. So, jetzt machen wir noch die Elite Energy Cell. Ich lege mir das nur als Rezept hier schon mal alles rein, damit wir hier einfach nachher beim Craften schneller durchkommen. Das ist der ganze Hintergrund. Verstehst? Dann ernst, er will 11. Oh, das war klar. Hä? Wäre davon auch 11 Energy Cell? Energy Cell 5. Okay. Wenn du 5 willst, bekommst du 5. So, und dann gibt es hier nochmal 2 von. Hat er auch. Und jetzt gibt es noch einmal das Jetpack. Alter, die totale Eskalation. So. Da können wir uns noch mal ein paar Dias abholen, als ob wir nicht genug davon haben, ne? Halt, da müssen wir hin. Und dann können wir das Ganze nämlich noch mit Emeralds machen. Ich weiß halt nur nicht, ist dieses Jetpack nachher besser als das, was ich habe vom Mechanism? Oder hätte man das vielleicht früher bauen müssen? Aber da bin ich jetzt ehrlich gesagt etwas überfragt. Ich weiß jetzt gerade nicht, was ich gelöscht habe, aber okay. Ich habe es halt gelöscht, dann ist das nun mal so. Keine Ahnung, was das war. Ich werde es höchstwahrscheinlich dann irgendwann vermissen, wenn ich es brauche. So. Zwei. Davon ein. Und The Emerald Jackpot Pack. Haben wir geschafft?
Ah, guck mal. Haben wir geschafft. Wusste ich's doch. Ich wusste es doch. So, wir haben jetzt hier 48 Millionen FE, Tier 5, Engine, Hover und ein Trottel. Hold Shift. Vertical Speed, bla 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 bla. Das heißt, wir müssen das Ding jetzt irgendwie aufladen. Und dazu gehe ich nochmal auf meine schicke Plattform. Und da ist die Frage, lädt er sich hier auf oder nicht? Nee, er lädt sich nicht auf, ne? Er lädt sich nicht auf. Oh, Mama. Okay, das heißt, wir brauchen jetzt irgendwo eine Möglichkeit, etwas aufzuladen. Gibt es hier eine Möglichkeit? Da gibt es eine Möglichkeit. Da ist aber nichts drin. So, pass mal auf. Dann gehen wir hier nochmal rein. Weil da haben wir ja schon was geladen. Dann müsste er theoretisch gesehen ja hier aufladen können. So. Jetzt ist die große Frage, wenn ich mir das Ding gleich einverleibe, ist der besser als das Ding, was ich hier habe? Oder schlechter? Wobei das andere Jetpack, was ich habe, das wird ja mit Dampf betrieben und das wird mit Strom betrieben. Der kleine, aber feine Unterschied. So. So, jetzt. Ah, okay. E off, H off. Warte, jetzt muss ich mal ganz kurz schauen. Iron Jetpacks, wie funktioniert das ganze Ding? Iron Jetpacks, Controls. Iron Jetpack Trottel. Mit Komma, okay. Jetzt ist die Frage, wie kriege ich das ganze Ding an? Category. G und V. Okay, Toggle Engine. G und V. G. Okay, V geht nicht. G und V. Dann müssen wir das wieder neu binden. Oh, das ist doch blöd, ey. Iron Jetpack. G und V, ne? Ist doch richtig so. Toggle Engine. G und V. B? Nein. Was gibt's denn hier noch? Ich habe keine Tasten mehr frei. Minus? SZ? Auch nicht. Null! Null. On. Guck mal. Und wie viel Saft verbraucht das? Also schon ordentlich, ne? Aber ich kann ja ein bisschen unterwegs bleiben damit. Ist ja auch geil. Und vor allem, du bist schnell. Schnell! Cool. Das ist cool. Und vor allem, es geht eigentlich echt schnell. Ich würde, glaube ich, beides behalten, aber ich habe dann natürlich, wenn ich das Jetpack habe, keinen Rüstungsschutz mehr. Nachteil. Möchte ich mal so behaupten. Nachteil. Ist einfach so. Backpacks. So, das heißt, wir müssen die Backpacks hier noch erweitern. Die haben wir ja schon auf die höchste Stufe ausgebaut. Und wir brauchen hier natürlich noch die ganzen Erweiterungen. Wer, was, wann, wie und wieso und warum und weshalb. Piggy Backpack. Habe ich so ein Ding noch im Inventar? Oder nicht? Weißt du, was ich glaube ich machen würde? Oh, Hammer. Quest completed. Was hat das? More like a piggy. Keine Ahnung. Bin ich ganz ehrlich, habe ich keine Ahnung, was man mit diesem Ding machen kann. Ever wanted to pick up one of your farm animals and move it around in an easier way than pulling out? Ach, damit kannst du es mitnehmen. Alol. 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 Warte mal. Da muss ich ja mal probieren. Da muss ich erstmal, wo bist du denn? Ich hätte da irgendwo ein Schaf.
Irgendwo hier war doch so ein olles Vieh. Das wollte doch hier unbedingt. Ah, guck mal, die sind hier. Zack. Lol. Ja, natürlich. Weil ich jetzt einfach diese Schafe hier auf dem Kopf rumtrage. Oh, oh. Hallo. Ach, wie geil. Du siehst sogar. Und wie kriegen wir wieder los? Ach, wie süß. Ach, so geht das. Ja, nice. Das ist ja cool. Auch nicht schlecht. Das kann ich noch, ohne Witz, das kannte ich wirklich noch gar nicht. So, Base Upgrades. Wir brauchen aber erst nochmal Leder. Das heißt, ich muss mir nochmal ein bisschen Leder besorgen. Aber wir haben ja jetzt die Möglichkeit, hier so ein paar Kühe farmen zu gehen. Wobei, ich würde mir, glaube ich, erst nochmal ein Mietfeeder bauen, damit wir das haben. Mietfeeder habe ich nicht. Also machen wir den hier. So. Dieses Ding ist jetzt nicht schlimm, ist eine kleine Spritze. Die füllen wir jetzt auf. Dann habe ich nie wieder Hunger. Das ist halt das Coole dabei. Oh, ist er voll. Och nö. Hallo? Hallo? Okay, der ist jetzt weg. Da finde ich jetzt aber echt blöd, ne? Das heißt, wir haben jetzt hier dann einen zweiten Tank. Oh, ich mache hier alles kaputt, Alter. Ja, dann musst du da halt rein. Ich würde aber, glaube ich, gerne auf Dauer gesehen versuchen, ein Black Hole Unit zu besorgen. Mal da noch was drin, Fleisch. Eine Black Hole Unit zu besorgen, wo wir das fix hinterlegen können. Apropos Fleisch, ich habe tatsächlich Raw Beef. Das habe ich noch gar nicht gegessen, ne? Das könnten wir eigentlich auch mal machen. Nur damit wir einfach ganz banal mal die Erweiterung bekommen, ne? Weil vielleicht gibt es da noch ein paar mehr Herzen dazu. Ja, nee, doch, eventuell. Ah, man müsste es einfach erstmal ausprobieren. Okay, Leute, wir gehen da nochmal rüber und besorgen uns noch ein bisschen Leder. So, ob das jetzt reicht, ich habe keine Ahnung. Ich kann es dir nicht sagen, aber wir lassen uns überraschen. Mal sehen, was bei rauskommt. Also 18 Leder haben wir nochmal eingesammelt, ein bisschen Fleisch. Ein bisschen Fleisch. So, und können jetzt endlich mal so ein Ding bauen. Und jetzt geht's nämlich los. Jetzt müssen wir von jedem einen machen. Oh. Okay, dann ist das so. Also, Stonecutter Upgrade. Have you ever decided to build something out of more than just plain blocks? You but find yourself needing to run back to base and bla bla bla, Stonecutter und so weiter und so fort. Und da müssen wir jetzt halt so ein Ding machen. Und da fehlt der Stonecutter. Den haben wir ja schon gebaut. Und jetzt haben wir ihn als Upgrade. Schön. Wir machen da mal ein paar. Weil wir brauchen ja wahrscheinlich erstmal so eine Handvoll, ne? Das sind jetzt, ach gucke, da gibt es sogar wieder so ein Ding zurück. Och, das ist ja aber auch nett. Crafting to go. Das ist nice. Das ist, glaube ich, ein Update oder Upgrade. Das sollte man beherzigen. Auf jeden Fall. Und das werde ich mir hier auch reinsetzen, damit du Crafting to go machen kannst. Crafting. Dann hast du hier dein Crafting-Table mit dem ganzen Zeug, was hier im Inventar ist. Finde ich voll cool. Ohne Witz. Das braucht man.
Let this video up to 6 different items to automatically keep stock in your main inventory. Bla 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 bla. Okay, damit kriegst du immer automatisch Refill. Damit kriegst du immer automatisch das, was du brauchst, wieder zurück ins Inventar. Auch nicht schlecht. Kann man sich selbst bestimmen, wie ich das so mitbekomme? Ah, okay, da kannst du hier die 6 Items reinlegen, die er sich automatisch immer wieder zieht. Nice. Das finde ich schon mal cool. So, Quick Drop. This upgrade lets you shift right click your backpack onto a target inventory and have up to 9 item types automatically taken from your backpack and placed into a target inventory. Oh, okay. Das heißt, schnelles Ausladen. Wie ich das so verstehe. Okay, das ist schon mal cool. Und das Ganze geht aber auch noch besser. Mit Gold. Ist so. Somit haben wir ein bisschen mehr, ne? Wenn man das jetzt hier reinlegt, dann kann man das hier bestimmen und kann sagen, ah, okay, lol. Cool. Das heißt, vorher waren es, glaube ich, 6 und jetzt hast du ein paar mehr, ne? 4x4, 16. Was du halt so hin und her schieben kannst. Nice. Nette Idee auf jeden Fall. Nette Idee. Guck mal, da kriegen wir nochmal einen wieder. Das passt. Quick Pickup, das ist das gleiche nur zurück, womit du dann eben aus einer Kiste irgendwas anderes einsammeln kannst. Da musst du es nicht einzeln reinziehen, sondern kannst das Ganze stackweise machen. Auch nice. Muss ich ehrlich sagen. Also es gibt schon geile Upgrades. Too much of a good thing. The Void Upgrade allows you to special 9 types of items that should be automatically discarded on pickup. Ah, okay, das heißt, wenn du am Main bist, Cobblestone zum Beispiel, wenn du es nicht brauchst, kannst du einfach sagen, komm, das haust du mal automatisch ins Void, ist es weg, geht dir keiner auf den Sack. Das finde ich cool. Gerade wenn du in so einem nicht Gro-Modpack spielst oder sowas, dann kannst du das natürlich gut gebrauchen, gerade bei meinen, muss ich ganz ehrlich sagen. So. Geht zurück. Also eins muss ich sagen. Dadurch, dass ich mich ja noch nie mit dieser Mod zusammengesetzt habe, ne? Muss ich echt sagen, das ist schon cool. Tool Swapper. This upgrade will attempt to automatically swap the right tool for the job onto your hand from the backpack when something is clicked. Ah, geil. Das heißt, der hat automatisch eine Schaufel in der Hand, der hat automatisch eine Pickaxe in der Hand oder ein Schwert oder. Das ist cool. Das heißt, du musst dich noch nicht mal für irgendwas einsetzen, beziehungsweise mit dem Mausrad scrollen oder, damit du irgendwas Bestimmtes in der Hand hältst, was du brauchst. Sehr cool. Und natürlich geht das Ganze auch besser. Natürlich. Natürlich, natürlich. Braucht man das im Inventar? Ihr könnt es ja mal ins Kommentar schreiben, welches von diesen Add-ons man wirklich braucht. If your backpack is placed in the world and connected to hoppers oder pipes, this allows you to filter what items can be piped out of your backpack. Oh, das ist cool. Das ist cool. Weil das brauche ich ja mal irgendwann irgendwie. Weil jedes Mal den Backpack dann automatisch zu leeren, ist auch scheiße. Entschuldigung, blöd. Umständlich. Tatsächlich, das ist cool. Das ist cool. Das brauchen wir. Und da kannst du auch gleich noch einen Filter setzen, dass er eben nicht alles rauszieht. Nice. Doch, das ist cool. Hat was. Auf jeden Fall Double Decker. Fantastisch. Ach, das ist das Stack-Upgrade, oder? Doubles the maximum stack size of the slot in the backpack. Ja, genau. Das brauchen wir auf jeden Fall. Weil, wenn wir dann nämlich doch mal wieder unterwegs sind und man macht wieder so eine geile Tour, so wie ich es offscreen gemacht habe in der Overworld, dann ist der Platz im Rucksack tatsächlich sehr, sehr, sehr schnell voll. Oh, Netherite. Okay.
So, dann haben wir hier auf dem Wege Netherite, habe ich da Blöcke, ne? Ohne Witz. Wir brauchen Blöcke auf Netherite. Oh. Und da muss ich erstmal Netherite Scrap machen und aus Scrap muss ich erstmal das machen und dann kann ich das Ganze nämlich, warte mal. Das kann man craften, ne? Oh. Missing 51, Ancient Debris. Ancient Debris, kann ich das nicht? Die. Ah, lol, das habe ich gar nicht gecraftet. Oh. 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 Warte. Oh. Das muss ich erstmal. Ja. Ich habe mich die ganze Zeit gewundert, warum das Ganze nicht geht. Aber wenn er das natürlich nicht als Rezept hat, ne? Das, ja, ist natürlich schon blöd. Muss ich ja ganz ehrlich sagen. Scrap. Und dann können wir das Ganze nämlich sagen, wir machen da mal 200 draus. Missing, er kann Ancient Debris nicht machen. Das ist ja blöd. Ancient Debris. 98. Dann machen wir da 100 draus. Start. Oh, guck mal. Das ist ja cool. Und dann können wir nämlich bei Scrap, können wir jetzt sagen, wir machen da mal 200 draus. Weil wir können es ja verdoppeln. Und das Ganze können wir jetzt automatisch machen. Und das ist schon mal sehr cool. Und so kriegst du eigentlich automatisch, und man könnte das Ganze sogar wirklich noch automatisieren, unendlich Netherite Scrap raus und somit kriegst du dann eigentlich auch unendlich Netherite Ingots raus. Eigentlich. Also man könnte jetzt halt so ein bisschen tricksen. ist halt eigentlich ganz cool, muss man ganz ehrlich sagen. Gut, Leute, wir haben schon eine Aufnahmezeit jenseits von Gut und Böse. Ich weiß gar nicht, wie lang die Folge tatsächlich ist, aber ich glaube, wir machen für heute erstmal Schluss. Lassen das Ganze hier noch einmal auslaufen und dann packen wir in unser Backpack das Stack Upgrade drauf und dann haben wir hier das dreifache, das achtfache, steht hier sogar, multiplies the number of stacks that can fit in a slot by 8. Ne, das heißt, 8x64 kriegst du hier drauf und mit Netherite gibt es nochmal ein bisschen mehr. Da haben wir sogar das 16-fache. Ne? Also von daher passt das alles schon. Das würde ich, glaube ich, beim nächsten Mal bauen. Wir machen einfach weiter so wie gehabt. Ich danke fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Gehabt euch wohl. Lasst eine Bewertung da oder auch ein Abo und dann geht's weiter. Dankeschön. Tschüss.